war super zu spielen, eine halbe Stunde erstmal reinzukommen. Und ja, die Fans waren auch überragend, die mitgefahren sind. Wie waren die ersten Tage für dir? Ja, die waren schon ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ich bin seit 20 Jahren in Wien bei meinen Eltern. Das Umfeld kenne ich in Wien und ja, jetzt nach 20 Jahren ein komplett neues Umfeld hier mit neuen Spielern, aber ich habe mich schnell reingefunden. Die Spieler haben mich super aufgefangen und ja, so geht's weiter. So, alles ist neu hier? Ja, alles ist neu. Also die Sprache, die Kollegen, aber Gott sei Dank habe ich mich schon mit ein paar angefreundet und ja, das ist jetzt gut. Was sprechen Sie bei der Mannschaft? Deutsch, Englisch oder ein bisschen Niederländisch vielleicht? Ja, es kommt darauf an, mit welchen Spielern. Also Haris, Dejan und Nikola rede ich auf Balkansprache und Nikola Deutsch. Ein paar Spieler können auch Deutsch, aber den Rest halt Englisch und Niederländisch versuche ich jetzt zu lernen. Ja, und Sie haben auch kroatisches Blut? Genau, kroatisches Blut habe ich noch. Ja. In Österreich geboren aber. Das waren Ihre Eltern, Ihre Mutter? Mein Vater und meine Mutter, also sind in den 90er Jahren aus dem Balkan nach Wien gezogen. Was bist du für ein Stürmer? Ja, Stürmer. Ich vergleiche mich gern mit Mario Mandžukić, also ein Arbeiter und der viel für die Mannschaft rennt und das versuche ich halt auch für den Club zu machen. Du bist die neue Mandžukić? Ich hoffe es, wenn Gott so will. Also ich werde alles dafür tun, hart arbeiten an mir. Ich habe noch viel, viel vor mir, dass ich auf dieses Level komme wie Mario Mandžukić, aber ich hoffe es eines Tages. Ja, Sie nennen in Österreich ihr auch als ein großes Talent? Ja, hat man gesagt. Jetzt hatte ich halt 2 Jahre leider das Pech, dass ich nicht so viel gespielt habe und das ist leider so ein bisschen ins Vergessen geraten, aber ich hoffe, ich komme zurück, wo ich einmal war. Was erwarten Sie von die Zeit bei FC Twente? Ja, ich will mich so gut wie möglich weiterentwickeln für ein höheres Level. Ich habe hier einen sehr guten Trainerstab, die mich weiter trainieren können und die sehr, sehr viel Ahnung haben. Und ich hoffe, ich kann eines Tages in einer Top-Liga dann spielen. Ja, und das für 4 Jahre? Ja, das für 4 Jahre. Also gibt es genug Zeit hier, mich weiterzuentwickeln.